herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Everspace 2, liebe Leute, immer noch angedockt. Logischerweise, da haben wir das letzte Mal aufgehört und ganz wichtig, wir müssen immer noch dieses, das Datenarchiv extrahieren und wir schauen mal auf die Map, ob wir denn da sind, wo wir hin müssen. Into the Forest ist alles Nebeneinsätze. Habe ich die aktiviert? Nee, habe ich nicht. Das ist einfach nur da. Das ist aber auch sehr schön. Wir werden versuchen, diese Folge jetzt endgültig diese Side-Mission abzuschließen, um dann wieder zur Hauptquest zurückzukehren. So, das ist der Plan. Ich denke, an der Stelle können wir einfach mal starten und ich hoffe, dass wir genügend Credit zusammen haben, uns in dieser, vielleicht auch in der nächsten Folge, endlich ein neues Schiffchen zulegen zu können. So, das ist der Plan und ich drücke hier ganz gepflegt mal auf die Escape-Taste, damit wir starten können. So, sehr schön. Da ist das Bloodstar-Archiv. Okay. Und, wir können es einfach öffnen. Na, dann werden wir es mal tun, oder? Transfer all. Das machen wir. Sehr schön. You found it. Removing it now. Pull me up a random section, Hive. Bloodstar Code, updated 07033045. Care, camaraderie, coexistence. The Bloodstar Oath is amended to include squadmate responsibility for widowed and orphaned members. Okay, that's interesting. So they did have some form of social code. Pull me up another. 1712-3048. A crew of 15, found malnourished after being forced from Union. 2 weeks rest and recuperation offered. A number already expressing interest in joining our ranks. Well, they can't have been all that bad if they were rescuing starving crews. I wonder where it all went wrong for these guys. Let's try another. 3011-3055. Man-at-Arms Bolton again challenges the chief for leadership. The Council intervenes to remind Bolton of the electoral process which has existed since the gang's founding. Bolton is reprimanded, but remains defiant. Sounds like a slide into a dictatorship. I reckon we did Bloodstar a favor by ridding them of gas mask, even though it meant their undoing. Hive, I need to reconsider this. I mean, what's G&B gonna do with all this but mine it for resource data and erase the rest? We have a choice here. Return the data to the old-timer and let him finish his life's work, or cash it in for a healthy profit. Okay, sehr schön. So, Option A. Wieso ist es jetzt weg? Warum ist es jetzt weg? Das verstehe ich nicht. Perks haben wir auch noch offen. Nö, doch. Data? Nö, auch nicht. Missions? Option A, deliver the archive to the trader. Das wäre jetzt hier. Oder B, return the archive to the archivist. Puh, ist glaube ich egal, oder? Ich glaube, wir schließen das jetzt einfach hier ab. Und zwar beim Archivist. Archivist. Ja, ich glaube, wir entscheiden uns hierfür. Das heißt, wir docken nochmal eben schnell an. You have returned. Yeah, I've had a change of heart. I think you should keep the data bank. Let's just say I might have learned a new appreciation for history. Tell me something. I've been wondering. Are you him? What do you mean? Come on, there aren't many fighters out here who could have picked a fight with Bloodstar. So are you the guy? Is this for the record? On the final page. Yeah, I'm the guy along with Dexter Bashar who killed Bolton. Gas mask. We were taken hostage and tortured. Dexter Bashar. Be sure you get that name right. Nasty business. I was never keen on the hostage taking. Bolton was the reason it all went to hell. Maybe one day you'll be able to rebuild Bloodstar how it used to be. No, no, it's just a story now. You've shown heart by helping to preserve it. Thank you. Okay, sehr schön. Das Ding ist abgeschlossen. 2000 Experience. Und sollte es nicht eigentlich... Complete steht da, ne? Complete sollte es... Nee, es gibt... Haha, es gibt echt nur 2000 Experience. Okay, ist ja kein Thema. Ich glaube, so war das auch abgeschlossen. Also, so war das auch abgesprochen, wollte ich gerade sagen. Okay, talk to Mr. Cato at Cato Palace. Ich würde sagen, das ist das nächste Ding, was wir machen. So sieht's aus. Es geht jetzt zurück zur Hauptmission. Und damit geht's in die Map.
Und wir müssen, glaube ich, lass mich mal kurz schauen. Ja, wir müssen hier wieder zurück. Wir müssen also durchs Gate fliegen. Set Waypoint. Nee, Set Waypoint. So ist es. Und genau da geht es jetzt auch hin. Leute, ab dafür. So, das war doch schon mal ganz schön. Da werden wir jetzt nicht drauf einsteigen. Ab durchs Jump Gate. Ah, hier ran und wieder weg. Jawohl. Sehr schön. Wieder Unknown Signal. Home Turf. So, ab zum Transit Gate. Okay, hier wird einer angegriffen. Holen wir das mal. So, wo ist denn... Okay, die sind vernichtet. Die sind vernichtet, sehr schön. Ach, da ist noch was zu holen. Plating und Nano-Injektor. Sehr ordentlich. Weiß gar nicht, können wir hier noch mal einmal kurz was wegtraden? Trading Outpost, mal gucken, was die so haben. Wir brauchen hier noch einmal Eisen, glaube ich. So, erstmal können wir reparieren, das machen wir natürlich auch. Reselect und wir restocken. Selbstverständlich. So, dann schauen wir doch mal. Ich glaube, die wollte ich nicht behalten. Die werden wir natürlich verkaufen. Das ist schlechter, werden wir auch verkaufen. Power Unit, die behalten wir erstmal. Den Nano Injector können wir verkaufen, denke ich. Das ist auch schlechter, geht auch mit weg. Das will ich ganz gern behalten. Die beiden können verkauft werden. Ja, alles andere bleiben lassen wir erstmal in unserem Besitz, würde ich sagen. Und Teleporter ist natürlich auch nice, ne? Shield, das ist schlechter. Sensor ist für 1100. Für 10 Meter, nö, das denke ich ist nicht so schön. Den Booster gefällt mir auch nicht. Nanobots, Scrap Metal Seeds. Okay, alles klar. Wunderbar, das passt schon. Das ist in Ordnung. Ich denke, wir starten einfach. Und nutzen die Möglichkeit hier jetzt durch das Transit Gate nach Union zu reisen. So, ab dafür! Sehr schön.
So, jetzt sind wir angekommen und ich denke, wir werden hier den Waypoint setzen. Können wir gar nicht machen, brauchen wir eigentlich. Das ist quasi einmal quer durchs System nochmal reisen. Frage, die ich mir nebenbei noch mal gestellt habe, war eigentlich, was ist eigentlich mit den Sachen, die wir in das Schiff hier eingebaut haben, wenn wir ein anderes Schiff kaufen? Wird das übertragen oder wird das nicht übertragen? Das ist die Kernfrage. Vielleicht eine Überlegung wert, das Schiff wieder auf Grundzustand zurückzubauen, um dann andere Sachen zu verbauen. Müsste man mal überlegen. Aber erstmal geht's hier weiter. Well, look who it is. You're dealing with me from now on. Hi, Daryl. So, now I get to know where Maddox is for real, right? Yeah, he leases the biggest hangar in Avonrest, a settlement here in Union. But so far as what kind of reception you're gonna get when you arrive there, we hold no responsibility. Maddox has good reason to be a deeply paranoid individual. Who else has been looking for him? Hard to say. It's just murmurs on the wavelengths. Okay, see you around. Okay, also look for Maddox at the... Und das ist schon wieder weg. Mann, da muss ich das nochmal vorlesen. Look for Maddox at the... His hideout at Avonrest. Das machen wir doch. Gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Ne, hier gibt es nur Licker. Und was? Ach so, das ist im Hintergrund. Ich dachte, wer spricht denn hier mit mir? Gut, dann lass uns mal losstarten, Leute. Sehr gut. Wo ist das auf der Map? Lass uns mal gucken. Aha, also da waren wir nur ganz kurz, glaube ich. Zumindest wirkt das so. Ja, wir reisen einfach mal hin. Wir reisen einfach mal hin. Hive, what can you tell me about Avonrest? Unfortunately, there is nothing in my latest iteration on Avonrest. If you had allowed me to update, I would perhaps be able to tell you more. But I can at least ascertain that it is an unofficial category of location, given there is no record. Da schwang ein bisschen Ironie mit hinter, glaube ich, ne? Also, wenn wir es ihm erlaubt hätten, was wir nicht getan haben, dann könnte er uns da vielleicht ein paar mehr Informationen geben. Kleine Zecke, die... Aber wir werden es selber rausfinden. So. Und es geht auf den Planeten. Oh nee, doch nicht. Es geht auf den Orbit. Also ziemlich nah am Planeten. Im Orbit, vermutlich. State your business before entering. I'm just here to check out the leasing on some hangar space. Do you have an appointment? Not really. I was just hoping to knock around. Well, the Coalition operates a clean enterprise. So we don't want any trouble, okay? Huh. The Coalition running the place and no trouble? That's a change for them. I'll have to ask Alec what happened between him and these guys. So, remote hangar. Eigenständiges Hangar, also. Schauen wir doch mal. Oh, Zwischensequenz. So, you found me again. Look, I just want to talk. Where is Dax? Where's his body?
I buried him on Rhodia Station. The base, so you know. Don't shoot. I have something to show you. I'm going to reach into my belt. Slowly. His biochip. How can I be sure it wasn't you who killed him for that? I shared a cell with him and we escaped together. I helped him get the base set up again while he made plans to reach you. Give me that thing. You got me. I guess I ain't as spry as I used to be. Yeah, right. How about I ask the questions now? This chip, what does it lead to? You mean he didn't tell you? Dax offered me a cut. Said it was a once-in-a-lifetime opportunity. And this rig you're building here just confirms to me that it's a big Viridian mining operation. Hold on there, fella. Don't you know what the Okar would do if they heard there was even talk about Viridian mining? Strictly prohibited by the treaty. Look, are we gonna cooperate or not? What are you doing? Well, you seem like a decent enough kind of guy. Come on upstairs and let's have a proper talk. You've come at the worst possible time or the best possible time. I ain't sure yet. But I do know I'm short on friends at the moment. With the Okar on the threshold about to kick the door down, and from what I hear, the G&B scouts chasing down rumors of my whereabouts, things are looking tight. Have a drink. The craft that took out Dax had a G&B signature. That's no surprise, but to be honest, I got everyone breathing down my neck at the moment, and the local situation here is getting bad. The Okar are becoming pretty testy. Yeah, I know, and I can't launch. If they get one sniff of this rig, my ass is grass. So, you came all this way. What's your big plan? No, this is as far as the plan got. Ah, damn it. I was hoping you had an idea. Tell me, this Viridian find, think it's worth it? Oh, hell yeah. I've been waiting years for this. One quick excavation and we'd be set for life. And all you need to do is get this freighter off the settlement without the Okar seeing you. I'll have to figure out some way to slip you out unnoticed. Boy, you are gonna be one of the richest men in the galaxy. Interessante Begegnung. So you've spent years putting this freighter together. Yep, while Dax was back at the base twiddling his thumbs. But it was all part of the plan to keep the team separate until the time was right. Who else is in your team? You don't need to worry about that right now. Unless you get me off this station, the plot ends here. I hate to say it, but that won't be easy. You're flying a Viridian mining rig. The Okar can smell a setup like this from light seconds away. You seem to know a lot about these things. Any ideas on how to fix it? Well, the only way to fool the Okar would be to encrypt all sensory information coming from your ship. Optics, chemistry. It even needs to taste like cheap steel when you lick it. You'd need something like a material encryptor. That's right. You know that sort of tech doesn't really exist, at least not out here. And that's wrong. There's at least one person who designs such things, but both Kato and I have always been careful not to do business with him. I think I know where this is going. Hey, you're good at pestering people. You even got me to come around. This guy has a station near the ice planet Volta. Follow these coordinates and you'll find it. You know, I'm putting my faith in you over this, Maddox. Like I said, it'll be worth it. Okay. Dagger the Remote Station in the Outer Rim. Das schauen wir uns doch nochmal eben auf der Map an. Hier. Und die Mission lautet... Docker the Remote Station in the Outer Rim. Genau. Also, wir müssen dort wohl hin, um eine bestimmte Person zu finden, die einen Material Encryptor oder sowas herstellt. Irgendwie so habe ich das wohl verstanden. Wir schauen aber kurz in die Perks. Uns fehlt Tatsache, fehlt uns hier ein Eisen, dann könnten wir die Repairs abschließen. Ich würde gerne versuchen, das Eisen zu bekommen. Und gut, die Crystal Charts, Tractor Beam... Da haben wir nichts vorrätig. Lasst uns hier nochmal durchschauen. Energy Orbs. Haben wir auch nichts vorrätig. Wie sieht es hier aus? Dark Matter. 6 von 7.
So, dann hätten wir das erledigt. Und das hätten wir auch erledigt. Dann brauchen wir nur noch diese Power Unit HX1. Ja, das sieht schon mal gut aus. Was haben wir denn hier? Fire Support. Licker. Das hätten wir nehmen können. Wir hätten von da Licker mitnehmen können. Aber gut, wir wollen das Geld ja sparen. Wir wollen ja uns ein Schiffchen kaufen. Und ich denke, wir können zumindest mal probieren. Ship Dealer. Da wäre ein Ship Dealer. Und das ist nur ein Shop. Und hier ist auch nochmal ein Ship Dealer. Wir sind hier, also wäre das Schnellste, was wir machen können, einmal kurz hier rüber. Und von dort aus vielleicht hier hin, nur um zu gucken, was für Schiffe wir kriegen, bevor wir uns dann in diese Richtung auf den Weg machen. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Und von daher starten wir einfach mal. Da müssen wir hin. Sehr gut. Okay, Planet. Müssen wir noch weiter raus? Okay, wir machen es mal so. Irgendwie. Ach, da scheint der Planet im Weg zu sein, ne? Das mag wohl möglich sein. Alec, you read me? I've been on Avenrest. No freaking way, really? I was more surprised to run into the Coalition. They seem to be running the place now. Weren't they your gang once? Back when they, were still a gang? Yeah, they changed. Went mercantile. I had a meaningful sit-down with the Coalition boss, at least that's what she called it, and we mutually agreed that my skills would be better applied elsewhere. So you parted on good terms? Well, she smiled when they waved me off, and they told me never to come back, so I'd say yeah. Er scheint nicht besonders gut erwünscht zu sein, dann auch. Part of my kin still live on that station along with some very good people. A lot of them broke, stranded, and can't get home. Hey, why not tell them I said hi? I'll do that. Just need to get through another gig first. Always busy, that man. I respect that. So, ich hoffe, das ist jetzt auch das Richtige hier. Ich hoffe es. Wir werden sehen. Ja, Ship Dealer, sehr gut. So, dann schauen wir doch mal. Cyclone A1. Mhm. Dann schauen wir noch mal durch. Das sind fast identisch. Liberator A1. Wow, der hat richtig noch mal plus 65% Armor. Minus 20% Schilde. Interceptor Vindicator. Okay, das war's dann schon. Also der hätte nochmal 6 Cargo-Plätze mehr, hätte allerdings eine Zweitwaffe weniger. Das möchte ich eigentlich eher nicht. Ich möchte schon 2 Waffen haben. Der hätte noch eine Primärwaffe plus 6 und der hat aber, was ist das für, was ist das? Consumptibles, One-Shot Items with Stack Amounts that can be used during battle. Also der hätte dann mal gar nichts, aber... Also es wären 5% Schildbonus, das wäre zu dem jetzigen, wenn ich das richtig verstehe, 20% weniger, aber dafür 65% Armor-Bonus und nochmal 392 mehr Hülle. Das ist gar nicht so verkehrt. Da könnte ein Turret rein, okay. Also da hätten wir noch ein Turret, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Oh nein, stopp. Zurück. So, das wäre das eine. Wir könnten jetzt aber auch noch mal kurz gucken, ob wir eventuell hier auch noch ein anderes Schiffchen finden. Ich denke, wir sollten das auf jeden Fall nutzen, bevor wir uns für die verkehrte Variante entscheiden. Würde ich vorschlagen,
Wir schauen da einfach mal hin. Das ist Prescott Starbase, also von da sind wir gekommen. Das heißt, da muss irgendwo ein Schiffshändler sein. Versuchen wir da doch. Ich glaube, wir haben da schon mal nachgeguckt, oder? Ich glaube, wir haben da schon mal nachgeguckt. Haben wir denn sonst keinen? Das ist ein Shop. Da ist das Gate. Da ist auch nur ein Shop. Okay. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was die haben. Ich meine, wir haben da schon nachgeguckt. Da war aber jetzt auch nichts Besonderes dabei. Ich fand das gar nicht schlecht. Allerdings 30.000 ist ein bisschen viel. Finde ich zumindest. Da ist Blicker. Können wir uns schnappen? Dann können wir das Lager einsetzen. Bei Alec konnten wir. Okay, 5 haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. So, was haben wir denn hier? Black Market Dealer. Da wollen wir gar nicht hin. Pedo Place. Auf the Freelancer. Ich glaube, hier war das mit dem Schiff. Da schauen wir doch mal ganz schnell rein. Ja, hier waren wir schon mal. Ich erinnere mich daran. Ups. So, Ship Dealer. So, da hatten wir diesen hier. Da hatten wir den. Das ist der gleiche, schlussendlich, den wir da hinten hatten. So, das ist ein Sentinel. Der ist eigentlich auch nice, oder? Ich meine, Schild ist weniger. Klar, das ist dann in so einem Bomber, ne? Striker plus 20. 20% weniger. Minus 3. 18, nur 18 Fracht. Zeigt einen Vindicator. Der ist eigentlich tuffig. Der ist eigentlich tuffig. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage, wenn ich diese Waffen hier ausbaue. Ich baue es mal aus. Ich werde das mal ausbauen. So, so, so. Und ich will das auch raus haben. Wir machen den mal komplett leer hier. Oh, das geht nicht. Can't replace plugin, you need 5 more. Ah, okay, alles klar, alles klar. Das verstehe ich. Wir müssen uns wohl oder übel mal kurz davon trennen. Geht nicht, ne? Nee. Geht nicht. Okay, Cooling Unit. Weg damit. Camouflage Array. Weg damit. Ich brauche noch einen weiteren, ne? Einen weiteren Power Cell. Oh Mensch. Und davon eigentlich das. Wir verkaufen das. So.
Und ich weiß nicht, ob das richtig ist, Leute. Ich habe echt keine Ahnung, ob das richtig ist. Aber ich würde es ganz gern so übernehmen, denn wir haben da echt auch schon Kohle reingesteckt an der Stelle. Die Minen haben wir lange nicht gebraucht. Also werden die Minen jetzt weg und wir werden die Large Nanobots, die 4 Stück, werden wir auch verkaufen. Und dann können wir das da so reinpacken. So machen wir es jetzt. Und jetzt gehen wir zurück zum Chip-Dealer. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob das übertragen wird. Aber ich möchte es ganz gerne ausprobieren. Ich würde ganz gerne Buy and Sell Current. Komm, Leute, wir machen das jetzt einfach. Wir machen das jetzt einfach. Jawohl, Leute, das sieht doch mal richtig nice aus. Und wir haben noch 10.000 Credits übrig. Sehr schön, Freunde. Allerdings ist die Folge an der Stelle zu Ende, sehe ich gerade. Und ich kann nur sagen, mir hat es gefallen. Ich hoffe, euch auch. In der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir das Ding hier ausgerüstet bekommen. Und dann schauen wir mal, wie sich das Teil so verhält und was wir so damit anstellen können. So sieht's aus. Also nochmal, wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch. Gerne auch ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt. Und ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Und da bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.